Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilan, ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg, den wir finden können und erkunden unter einer Dracheninsel. Und hier haben wir den Erfolg kollabierte Realität und für diesen müssen wir Folgendes machen. Erhaltet eine Tasche der kollabierten Realität, indem ihr während eines einzelnen Zeitrisses 7500 temporale Essenzen erlangt. Und ja, wir befinden uns schon in einem Zeitriss. Der befindet sich einmal hier im Tal Draushaus auf den Koordinaten 51, 57. Und hier haben wir diese Zeitrisse. Die finden ja alle Stunde immer zur vollen Stunde statt. Und da gibt es zwei Phasen. Die erste Phase, seht ihr, läuft bei mir jetzt gleich ab. Die geht so etwa 9 Minuten. Und in dieser ersten Phase haben wir Zeit, einen Balken aufzufüllen. Und ihr seht, der Balken, wenn der auf 7500 gerät, dann gibt es eine epische Kiste. Das ist jetzt bei uns gerade der Fall. Na, war relativ knapp. Und wenn wir diese epische Kiste ergattern, dann gibt es dementsprechend das Achievement. Ich habe es natürlich schon, deswegen kam das jetzt hier nicht. Und ja, es gibt für 2500 Punkte diese grüne Kiste. Dann für 5000 Punkte die blaue. Und die epische gibt es dann dementsprechend für die vollen 7500 Punkte. Wichtige kleine Randinformation. Das Event startet immer, wie gesagt, um jede volle Stunde. Und dann ist es so, dass ihr diese Punkte ergattert, indem ihr hier einfach Aufgaben erfüllt. Ne, ihr müsst, wenn dann Mobs umklopfen, da könnt ihr den Balken füllen, irgendwelche Sachen anklicken. Ihr könnt auch selbstverständlich irgendwelche Aufgaben erfüllen, die bei euch aufploppen, ähnlich wie bei den wilden Jagden bzw. im Koch-Event. Diese beiden Optionen habt ihr und da kann quasi jeder, der mit im Gebiet ist, dieser Geschichte mit zuarbeiten. Heißt, umso mehr Leute bei euch auf dem Server aktiv sind, umso leichter ist es, dieses Ziel zu erreichen. Jetzt am Anfang vom Patch hat man eigentlich fast immer auf großen Servern, wie jetzt zum Beispiel bei mir auf Antonidas oder auf Blackmore, diese 7500 voll. Wenn ihr das Ganze ein bisschen später angeht, kann es natürlich sein, dass ihr da ein bisschen länger warten müsst. Sobald ihr diesen Balken aufgefüllt habt, beziehungsweise die Zeit abläuft, kommt ihr in der Mitte in ein Portal und dann könnt ihr noch am Ende den Boss umhauen, um ein bisschen Loot mitzunehmen. Gibt es dann auch nochmal für zwei andere Achievements was. Ist jetzt aber, ehrlich gesagt, hier für das Achievement nicht relevant. Genau, das war es eigentlich schon soweit. Mehr kann ich euch dazu jetzt nicht sagen. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr eine groß genug Gruppe habt, um das nachzuspielen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten kleinen Guide-Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao.